Das reizende Städtchen Ittstein an der Deutschen Fachwerkstraße gab uns einen Vorgeschmack auf das, was uns einige Kilometer weiter in einem kleinen Taunusdorf erwarten würde. Handwerkskunst in Vollendung. Dieter Hense, in jungen Jahren gewählter Obermeister aus Markneukirchen, hatte sich schnell mit den DDR-Kontrolleuren überworfen und sich mit seiner Frau in den Westen abgesetzt. Dort wurden seine Gitarren und Lauten bald zum Geheimtipp für Spitzeninstrumente. Er war der Erste, der auf Anregung von Dr. Heinz Nickel Violas baute. Auch Georg Laval zog immer seine Instrumente denen der berühmten Spanier vor und wir brachten dem nun 86-Jährigen, der Frau und Sohn überlebt hat, zwei Instrumente zur Reparatur und lüfteten dabei ein meisterliches Geheimnis. Junger Mann! Dir geht's gut, wenn man sieht. Naja, also, man versucht das Beste. Es ging schon schlecht. Okay? Ging schon schlecht. Klasse. Selber gemacht, also hat es bestimmt machen lassen. Mhm.
Wann hat mit dir gelebt? In der Bauzeit. Und der war aus Leipzig? Nee, der war Hamburg. 1703. Wie lange arbeitest du da schon dran? Ich weiß nicht, wie lange ich dran war, aber es liegt jahrelang. Immer wieder mal. Nein, ich habe das auf einen Zug gemacht. Das kann man nicht stückweise machen. Das muss man in einem Zug machen. Das ist eine richtige Betriebsspion, ist das? Ja, ja. Also, das ist nicht zu glauben. Und er macht das auch noch offen, gell? Ja, eben. Er tut so, als ob gar nichts dabei wäre. Ja, ja. Das ist gerade das hier, das offen hier. Zwei Hochglanzpoliturn und deine Gitarre sieht dann aus wie neu. Wenn du nicht wüsstest, dass der spielen kann, würdest du das gar nicht machen.